So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV in Vertretung in Anführungszeichen für unseren Jens, der ja in Anführungszeichen immer sein Morning Meeting hier 10:30 Uhr abhält. Wir wollen hoffen, dass das mit dem Internet funktionell ist bei ihm, sodass wir hier dann in Zukunft auch wieder gescheiten Content von ihm bekommen und freuen uns natürlich auch darauf, dass er denn morgen wieder da ist. Wie gesagt, JFD Live Trading TV mehrmals täglich, mindestens jedoch einmal natürlich eine Sendung. Und heute obliegt es mir mal ein Stück weit, den DAX zu beleuchten. Und wir hatten ja auch unlängst eine Analyse dazu geschossen, dass es eben hier in Richtung 10.800 Punkten gehen darf, gehen sollte. Hier in der 24-Stunden-Indikation von JFD mal ganz interessant zu sehen, dass das, oder der Index vielmehr, dass das Währungspaar, wollte ich schon fast sagen, dass der Index hier in Richtung 10,8 strebt, letztlich aber genau an diesem Level wieder gescheitert ist. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie kann es hier weitergehen? Ich habe zum einen mal jetzt den Blick vom Tag in die Stunde vor, um eben zu sehen, dass wir hier heute, beziehungsweise gestern hier die Attacke hatten, dann kamen die Verkäufer in den Markt und so richtig was ging nicht mehr nach oben. Und wenn wir uns das kurzfristige Bild hier im Stundenchart ansehen, dann wird natürlich sehr, sehr deutlich, dass das Niveau hier von 10.800 Punkten ein ganz, ganz entscheidendes Level ist. Und hier muss der Index drüber, bevor irgendwas passiert. Und das ist natürlich die Frage, wann es passiert, beziehungsweise ob es noch passiert. Das gestrige Scheitern lädt hier natürlich wenig ein in Sachen Optimismus, aber man muss wissen, der Index, und das wissen Sie natürlich auch, hat hier zum Ende des Jahres grundsätzlich natürlich bullischen Rückenwind. Wir hatten das gestern auch beim S&P 500 beleuchtet, dass hier die saisonalen Tendenzpfeile ganz klar nach oben zeigen. Window Dressing, Jahresabschluss, Bilanzen verschönern mit starken Werten in den Portfolios. Der Gründe gibt es genug. Letztlich der DAX auf jeden Fall auch hier recht gut gesegnet damit, dass es eigentlich nach oben gehen dürfte. Schauen wir uns aber mal den Stundenchart jetzt im Detail an. Wir haben hier die Möglichkeit, Trendlinien anzulegen mit dem heutigen Tief, ja, um hier sozusagen mal unter Trendlinien-Tradern so ein Stück weit eine Tendenz auszuloten. Die leicht höheren Tiefpunkte hier geben Anlass zur Hoffnung, dass es jetzt, ja, in Bälde doch wieder nach oben drehen dürfte. Aber ich gebe zu bedenken, und das wissen Sie, das zeige ich gern, wir haben heute statistisch einen schwachen Wochentag. Der Dienstag, und das ist eigentlich mal nicht uninteressant zu wissen, ist während der letzten 52 Handelswochen mit nur 43% positiver Schlusspreise ein sehr schwacher Handelstag, um nicht zu sagen nach dem Donnerstag, der hier mit 42% auch wenig glänzen kann, der zweitschwächste Tag und eben deutlich hier auf der Südseite anzusegnen. Und ja, wenn man hier beim DAX natürlich jetzt davon ausgeht, dass die Kräfte nach oben gefehlt haben, dann kann man jetzt davon ausgehen, dass es hier mit dem Antäuschen durchaus erstmal nochmal zurückgehen dürfte. Und wenn wir heute hier die bisherigen Stundenkerzen sehen, dann wäre es natürlich hier im Sinne einer Short-Richtung ein prozyklisches Signal, das neue Tief zu verkaufen mit der Absicht, und das lässt sich hier schön ableiten, wir haben einmal hier so eine Horizontalunterstützung. Das sehen Sie hier, die allerdings häufig schon mit Fakes nach unten touchiert wurde. Aber der Bereich um 10.640, 10.650 ist nicht uninteressant. Könnte mir aber vorstellen, wenn wir ein neues Tagestief machen, dass es sogar hier eher in Richtung dieser Tiefs gehen könnte. Und zwar eben konkret das Niveau um 10.590. Wäre ein kurzfristiges Abwärtsziel, um sozusagen den schwachen Wochentag auch zu begünstigen für den DAX. Hier sollten aber dann, wie zuletzt, die Käufer schlussendlich zurückkommen, um Intraday hier sozusagen kein größeres Ungemach verlauten zu lassen. Sollten also hier die Marktteilnehmer um 10.590, 10.600 zurückkommen, dann wären die Chancen ganz gut, dass der Index sich hier wieder fängt. Ich habe Ihnen auch mal heute mitgebracht, die FTSE-Vektorlogik im Intraday-Bereich, vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Hier den DAX in der 24-Stunden-JFD-Indikation. Also was ist das, die FTSE-Vektorlogik? Man hat hier im Prinzip eine Art Kristallkugel-Vorschau aufgrund vergangenheitsbezogener Werte zu diesem Zeitfenster, also im November direkt, saisonal betrachtet und die letzten Bewegungsimpulse miteinander verknüpft, statistisch ausgewertet. Das sozusagen geshakt ergibt hier einen tendenziellen Verlauf für den DAX. Und da sehen wir,
Gut, das betrifft dann hier eigentlich die Night Session fast schon. Da sehen wir aber, dass wir hier in Richtung 10.590 rein von der FTSE-Vektorlogik auch tatsächlich abdriften dürften. Ich rufe mal den Xetra DAX auf, rein vom Interesse her. Sie sehen, wir gehen hier bis ins Jahr 2007 zurück. Die Kursdaten werden eingelesen, um sozusagen eine Vorausschau zu planen. Jetzt wird das Ganze nach Parametern gewichtet und auch hier schwupp, der Xetra DAX sieht nicht anders aus, sodass wir hier praktisch tatsächlich von einem Test, auch statistisch gesehen, des Bereichs von 10.590 Punkten ausgehen können. Ist wie gesagt kein heiliger Gral, keiner sagt, dass es so kommen kann, aber im Background der Statistik des schwachen Wochentages könnte es auch nicht erst morgen, sondern vielleicht sogar schon heute dazu kommen. Und dieses Niveau scheint mir hier sehr, sehr interessant. Also ich rechne jetzt eigentlich nicht damit, dass der Index direkt auftritt. Machen wir natürlich hier einen schönen Sprung über 10,7, über die heutigen Hochs der Indikation, 10,745 etwa, dann will ich nicht abstreiten, dass der Markt hier nochmal die 10,8 attackiert. Und Tatsache ist, ich meine schon, früher oder später muss die 10,8 fallen und dann könnte es hier natürlich dann auch, ja, Sie kennen es, eine Jahresabschlussrallye geben. Saisonal wird das, wie gesagt, begünstigt, dass der Markt hier auf jeden Fall zum Ende des Jahres nach oben auftritt und unabhängig der kurzfristigen Schwäche, die hier als Kaufchance angesehen werden kann, scheint es mir, dass wir hier zum Jahresausklang durchaus höhere Preise sehen sollten. Also die 11.000er Marke bleibt ja hier von mir ein erklärtes Ziel und da halte ich eigentlich auch dran fest. Umdenken müsste man zugegebenermaßen, wenn der DAX natürlich hier die 10,50 ordentlich aufbricht nach unten, also hier speziell das Tief dieser Kerze hier vom 10. November um 10.000. 10.574 nach unten auflöst, dann ist sicherlich sehr wahrscheinlich, dass wir hier nochmal einiges nach unten abdriften und dann wäre hier die 10.450 ein sehr, sehr erstrebenswertes Ziel. Sie sehen ja auch hier die starken Eruptionen zur US-Wahl. Das muss man natürlich hier mit einem V-Reversal wirklich relativieren. Also hier Unterstützung abzuzeichnen, erscheint fast schon ein bisschen mystisch. Dennoch ist das hier auf jeden Fall ein erstes Ziel aufgrund früherer Bewegungspunkte, früherer Stauzonen. Und insofern 10.450 wäre ein Level. Nebenbei kann man sich natürlich auch hier mit Fibonacci behelfen, um sozusagen Korrekturzonen auszuloten. Und wenn das natürlich ins Bild passt mit anderen Unterstützungsniveaus und sehen Sie hier bei 10.470 rund haben wir auch das 38er Fibonacci-Level dieses Impulses. Also noch ein bisschen justieren, aber machen Sie das nie auf den Punkt fest, das ist eh Irrsinn. So, gut, 10.469, 70 rund, das bleibt dabei. Wäre hier auf jeden Fall auch nach Fibonacci-Gesichtspunkten ein Retracement-Level und je früher der Markt im Sinne eines Impulses, und den haben wir ja hier gesehen, und jetzt einen korrektiven Rücklauf vollzieht und je früher er auftritt, desto besser und bullischer ist das und am 38er Fibonacci-Level wäre sozusagen ein gutes Niveau hier was zu vollziehen. Bleibt sehr, sehr bullisch, machen wir mal das 23.6er noch dazu, siehe da, das ist bei 10.596 zu finden und genau an unserem unterstützungspräferierten Rücksetzerniveau 10.590. An diesem Niveau, wie gesagt, wäre hier neben dem Fibonacci-Level 23,6 ganz frühe Erholung dieses Korrekturimpulses. Also wenn wir hier praktisch schon drehen würden, wäre das ein sehr, sehr positiver Bias. Deswegen erlaube ich mir mal den Pfeil hier ein Stück weit nach oben zu ziehen. So könnte es laufen. Gut, meine lieben Zuschauer, das wäre es im Prinzip zur Beschau des DAX von heute gewesen. Wie gesagt, der Jens wird später noch dazu stoßen, beziehungsweise auf jeden Fall morgen wie immer sein Standing zum Morning Meeting halten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute auch ein paar Einblicke zum DAX, auch ein paar Meinungen, vielleicht auch eine andere Beschau mal zum Index liefern. Wenn es Ihnen gefallen hat, machen Sie ruhig ein Like hoch bei YouTube, damit wir mal sehen, kommt es auch gut an. Ansonsten natürlich freue ich mich, dass Sie dabei gewesen sind und sage jetzt erstmal viel Erfolg im täglichen Handelsbusiness. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.